Das Unternehmen Deichmann ist ein Essener Familienunternehmen, welches seit 1913 existiert und von Heinrich Deichmann gegründet wurde. Aber was macht das Unternehmen Deichmann eigentlich? Deichmann ist in über 31 Ländern aktiv. Sie verkaufen Schuhe für alle Altersklassen und Anlässe für einen günstigen und fairen Preis. Das Unternehmen Deichmann muss den Menschen dienen, denn sie fühlen sich ihnen verpflichtet. Sie wollen die Menschen von oben bis unten ausstatten, immer weiter wachsen und sich stetig weiterentwickeln. Das Unternehmen hält auch während Rohstoffkrisen und Pandemien zusammen. Das Unternehmen Deichmann ist mit dem Verkauf von Schuhen erfolgreich geworden. Es ist mit 4.300 Filialen in 31 Ländern europäischer Marktführer im Schuhhandel und beschäftigt 42.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen steht für gute Qualität, für faire, günstige Preise, das Wohl der Menschen, bei denen sie sich nicht nur um das ihrer Kunden, sondern auch das ihrer Mitarbeiter sorgen. Und für einen guten Online-Shop, der gerade in Zeiten der Pandemie sehr wichtig war. Die größten Risiken Deichmanns. Zum einen hat Deichmann ein sehr großes Sortiment an Schuhen, was natürlich auch die Marketingstrategie von Deichmann ist. Jedoch können sich die Deichmann-Mitarbeiter nicht mit allen Schuhen so gut auskennen wie in Läden für zum Beispiel formelle Schuhe oder in Sportläden. Die zweite Risiko Deichmann ist, dass Deichmann vielleicht mit seinen Designideen von seinen neuen Schuhen nicht alle Kunden anspricht oder es für Deichmann sogar schlechte Bewertungen geben könnte. Das könnte Deichmann sehr zurückschlagen, da Deichmann auch viele Kosten für die Schuhe ausgeben musste und Material und Lieferung auch bezahlt werden müssten. Kommen wir nun zur dritten und letzten Risiko Deichmanns, nämlich eine globale Pandemie. Wie wir sehen, ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Denn letztes Jahr hat uns die Pandemie auch ganz schön überrascht. Deichmann müsste ziemlich auf die Bremse treten. Und außerdem wären die Lieferkettenwege nach Asien wahrscheinlich betroffen oder würden gesperrt werden. Außerdem geht es in einer Pandemie nicht so sehr um Mode. Deswegen müsste man die Mode etwas zurückschrauben und man würde sich natürlich mehr um die Gesundheit und seine Nächsten sorgen. Deichmann ist der größte Schuhkonzern Europas. Damit Deichmann aber noch erfolgreicher wird, haben wir folgende Ideen. Die Kunden von Deichmann sollten Deichmann stets weiterempfehlen. Damit auch dies passiert, müssen deren Erwartungen und Wünsche erfüllt werden. Darum wäre der erste Schritt, die Kunden so genau wie möglich zu kennen. Daher ergäbe sich regelmäßige Umfragen auf der Webseite, die Kunden damit tätigen können. Außerdem könnten den Kunden sogenannte Selfmade-Schuhe ansprechen, wobei der Kunde seine Kreativität ausnehmen kann und seine eigene individuelle Schuhe hat. Um die Nachhaltigkeit zu fördern, würden sich recycelbare Schuhe und den Zugang zum Recyceln der eigenen Schuhe gut anbieten. Das recycelte Material könnte man dann wiederum für die neuen Schuhe verwenden.